Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Ganz allein schuld daran, dass Vermilion uns wieder verlassen hat. Aber eigentlich bist du derjenige, der endlich gehen müsste. Was? Oh. Und was willst du? Nein, ich werde es dir nie verzeihen, dass mein Vater gegangen ist. Ich glaube, dass da eben einer nach Vermilion gerufen hat. Ich glaub's auch. Hey, sowas. Oh je. Oh. Komm nicht so, hilf mir lieber. Lass lieber diesen Blödsinn, Mowgli. Los, komm runter. Habe ich eigentlich vorhin im Schlaf gesprochen? Na klar, und wie? Du hast vorhin Baloo einen fetten und verkalkten alten Trampel genannt. Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Ich hab's ganz anders verstanden. Im Vertrauen, du hast bloß gesagt, K ist ein gelb-schwarzer Regenwurm. Du lügst! Oder vielleicht doch nicht? Ach, Mowgli, bist du sicher, dass es dir auch gut geht? Also nun mal ganz im Ernst. Du hast im Traum nach Vermilion gerufen. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Oh, hab ich mir gedacht. Wie? Was hast du gedacht? Ich hab einen Albtraum gehabt. Von der Zeit, als Vermilion noch bei uns gewesen ist. Lala, Kim und Dusty waren sauer auf mich. Und wie? Ich fürchte, dass die drei mich hassen. Ach, das ist doch Unsinn. Das bildest du dir ein. Dusty und Kim kenne ich zwar weniger, doch Lala hasst dich nie.
Hast du eigentlich in letzter Zeit mit jemandem über Vermilion gesprochen? Ich habe mich mit Bagheera über ihn unterhalten. So ein Mist, dieser Blödmann. Ich habe ihm doch tausendmal gesagt, er soll seine Schnauze halten. Und worüber habt ihr beide so gesprochen? Naja, an jenem Tag waren wir jagen gewesen. Das war der Tag, an dem jetzt wir den Ärger mit Shokan und Tabaki hatten. Hinterher habe ich Bagheera von Akelas schlimmer Krankheit und von der erfolglosen Büffeljagd erzählt. Naja, und dann habe ich ihm gesagt, wie schade es doch ist, dass mein Vater nicht mehr lebt. Schön, weiter. Daraufhin hat Bagheera gemeint, dass uns Vermilion sicher genauso gut helfen könnte. Ich verstehe, das ist ein Problem. Da drängt sich ja Vermilions Name beinahe schon von selber auf. Nur den Wölfen ist damit kaum weitergeholfen. Das Rudel ist echt arm dran. Ja, aber Balu, was soll denn jetzt werden? So kann es doch nicht länger weitergehen. Das ist die Frage. Jedenfalls solltet ihr euch einen neuen Anführer suchen. Denn wenn ihr schwach seid, werdet ihr früher oder später aus diesem Dschungel vertrieben. Wirklich? Also nun mach aber mal halblang. So schnell geht das ja auch nicht. Von wegen Shirkan und Tabaki. Wir wissen doch alle, dass die das Dschungelgesetz nicht auf ihrer Seite haben. Da pfeifen die drauf. Hier geht es doch ganz einfach darum, wer der Stärkere ist. Die Welt ist leider ziemlich ungerecht. Also, wenn das so ist, gibt's nur eins. Wir müssen auf dem schnellsten Weg Vermilion holen, ganz egal, was mit mir passiert. Wenn wir nur wüssten, wo er hingegangen ist. Alarm! Mowgli, komm schnell! Hey, Kiki! Was ist denn passiert? Die Affen sind da und sie machen uns unsere schöne Hütte kaputt. Die Affen? Was fällt denen ein? Louis ist mit seiner Bande gekommen und sie reißen uns einfach die Hütte ein. Oh. Komm. Sieht ganz danach aus, als würden wir Arbeit kriegen. Komm schon, die verkloppen wir. Gemeinheit. Hier ist ja beinahe überhaupt nichts mehr heile. Oh. Hey! Oh je. Das tut mir leid. Du Tollpatsch, du solltest nicht vergessen, wie groß du bist, Balu. Naja. Und sein Vater Saga sind auch mit dabei gewesen. Was? Aber sie haben einfach nur dumm rumgesessen und gelacht. Saga? Diesem Feigling ist alles zuzutrauen. Nicht umsonst ist der Hund verbannt worden. Macht mit den Affen gemeinsame Sache. Hm? Na schön. Dann werde ich diesen Affen mal zeigen, dass man auf diese Weise keinesfalls mit meinen Freunden umspringen darf. Ich habe eine glänzende Idee. Ich hab's ja geahnt. Immer wenn's kritisch wird, treibt sich Bagheera sonst wo rum. Aha! Wo hast du dich wieder rumgetrieben, mein Herr? Wieso, mein Herr? Kiki, seit wann sitzen wir uns? Was fällt dir ein, mich so zu erschrecken? Oh, Mowgli und die anderen, die suchen ganz verzweifelt nach dir. Und wer bitte sehr sind die anderen? Balu und Ka. Warum suchen die nach mir? Sie sind ärgerlich, weil du nie da bist, wenn's kritisch wird. Sie sind ärgerlich? Mhm. Die Affen haben nämlich einfach Moglis Hütte kaputt gemacht und nun sind sie alle drei auf der Suche nach der gemeinen Bande. Das darf doch nicht wahr sein. Moglis Hütte? Genau. Oh! Oh! Grobian! Hier, gemeinen Feiglinge, wo seid ihr? Wo habt ihr euch denn nun schon wieder versteckt? Hey, wo seid ihr?
So ein Trottel, der hat wohl noch immer nicht die Nase voll. Was hältet ihr davon, wenn wir die Missgeburt einfangen? Dann braucht ihr sich heute wenigstens nicht ums Mittagessen zu kümmern. Klasse Idee, Schekan wird uns auf ewig dankbar sein. Hilfe! Haha, daneben! Edgeband, hat ja gar nicht wehgetan. Besser ziehen, Jungs. Warte, Birschchen, freu dich nicht zu früh. Aua! Los, hinterher! Bloß keine Panik, Boss, der entwischt uns nicht. Na, wartet, ihr Idioten! Hey, ihr Schwächlinge, was ist denn mit euch los? So was Feiges habe ich ja noch nie gesehen. Soweit klar, ich bin vielleicht sauer, habe ich auch nichts verpasst? Nein, Mama, bitte hilf mir! Wie schön! Zeit fürs Mittagessen, Kar. Ich denke, ich nehme Louis als Vorspeise. Nein, bitte tu's nicht! Es tut mir leid! Mowgli, hast du vielleicht noch eine Frage? Guten Tag, Louis. Das ist dafür, dass du neulich Akro und mich so beleidigt hast. Und auch dafür, dass du meine Hütte zerstört hast. Warum hast du das eigentlich getan? Bloß aus Spaß. Eigentlich haben wir gar nichts gegen dich. Ach, so ist das. Na, dann will ich auch mal ein klein bisschen Spaß machen. Oh nein! Los, Louis, nun spuck den Grund endlich aus. Dann könnte ich euch eventuell loslassen. Ich... Ist das klar? Völlig klar. Na fein, schon sind wir alle ganz Ohr. Wer hat dich beauftragt, hier herumzustänkern? Also schön, Bunto, der Streuner steckt dahinter. Was? Ist der immer noch hier in der Gegend?
Buntu wird von Saga, dem Vater von Kim, aufgestachelt. Und Saga wird dabei von Shere Khan unterstützt. Ach, und nur aus diesem Grund haben sich Shere Khan und Tabaki wohl auch in unser Jagdrevier geschlichen. Und ist Shere Khan hinter Mowgli her? Genau. Buntu und Saga sind aber hinter Akela her. Denn Saga soll der nächste Anführer werden. Ach so. Na, das erklärt allerdings so manches von dem, was passiert ist. Die wollen sich doch tatsächlich hier im Dschungel einnisten. Also, jetzt wo wir alles wissen, brauchen wir dich nicht mehr. Und wenn du nochmal versuchen solltest, hier Ärger zu machen, bist du der Erste, den ich vernaschen werde. Und glaub ja nicht, dass ich vor deinem Shere Khan Angst habe. Diese trübe Tasse genehmige ich mir doch in einem Stück zum Abendbrot. Hast du kapiert, Louis? Genau so ist es gewesen. Aber wir haben keine Idee, was wir machen könnten. Und deshalb bin ich hier, um dich zu fragen. So, und was hat dein Lehrer Baloo zu diesem Thema gesagt? Tja, er meinte, dass dies eine Sache der Wölfe sei und er und Bagheera würden sich nicht einmischen, bevor ich nicht mit dir gesprochen hätte. Aha, das ist mal wieder typisch Baloo. Aber er hat vollkommen recht. Wenn wir Wölfe hier im Dschungel Probleme bekommen, müssen wir auch allein zusehen, wie wir damit fertig werden. Für uns gilt das ganz besonders, weil wir zu Alexanders Familie gehören. Am besten machen wir einen Plan. Was haltet ihr davon, wenn wir uns erstmal Kim und seinen Vater vorknöpfen? Wir fangen Kim und Saga und machen mit ihnen kurzen Prozess. Genau! Immerhin haben Kim und Saga unseren Dschungel an Buntu und an diesen hinterhältigen Shere Khan verraten. Nein, das machen wir nicht. Wir werden uns keineswegs zu etwas Unüberlegtem hinreißen lassen. Denk doch mal vernünftig nach. Bei Licht besehen ist es unmöglich, dass Saga den Dschungel an Buntu oder Shere Khan verschachert. Da bin ich aber vollkommen anderer Meinung. Kim hat doch schon lauthals seinen Vater als Anführer vorgeschlagen, neulich nach der verpatzten Büffeljagd. Erinnert ihr euch nicht? Und was meinst du, Mowgli? Ich glaube wirklich, dass Buntu die größere Gefahr ist. Er und seine Bande sind ganz sicher auf der Suche nach einem eigenen Jagdrevier. Sie sind ausgehungert und böse. Deshalb müssen wir uns vor ihnen in Acht nehmen. Sehr schön. Ich bin ebenfalls dieser Ansicht, Mowgli. Shere Khan mag zwar ein gefährlicher Gegner sein, aber im Grunde ist er ein armer Kerl, der von allen gehasst wird. Buntu ist da völlig anders. Er ist ein Abenteurer, der über Leichen geht. Und das Schlimme ist, dass ihn dafür so mancher auch noch bewundert. Na klar! Wir fangen damit an, dass wir Buntu aus dem Dschungel vertreiben. Ja, mit dem ganzen Rudel. Nein, wir dürfen die anderen auf gar keinen Fall beunruhigen. Wenn sie herausfinden, dass Saga hinter der Sache steckt, gibt es einen Riesenkrach. Für meinen Geschmack ist das Chaos im Rudel schon groß genug. Aber darf ich wenigstens Lala Bescheid sagen? Es könnte doch immerhin sein, dass Akela in Gefahr ist. Na klar, das ist eine gute Idee. Und Akela sollten wir im Übrigen auch davon erzählen. Er ist zwar alt, doch seine Weisheit ist unbestritten. Sicher kann er uns mit manchem guten Rat zur Seite stehen. Ja, und Baloo und Bagheera, die könnten uns doch auch behilflich sein. Nein, Mowgli, ich habe doch wohl deutlich gesagt, dass wir diese Sache unter uns allein ausmachen. Ich weiß, dass du mit Lala deine Schwierigkeiten hast. Aber glaub mir, sie ist sehr mutig und klug. Und noch was. Ich werde bei dieser Angelegenheit eure Anführerin sein. Vergesst das bitte nicht. Was? Du, Mama? Jedenfalls ist Mama der Meinung, dass du vorübergehend in ihre Höhle ziehen solltest, Akela. Ich verstehe. Vielen Dank. Was meinst du dazu, Opa? Um mich macht euch man keine Sorgen. Ich habe mich prima erholt. Ich bleibe lieber hier und falls Buntu kommen sollte, kriegt er gnadenlos meine Zähne zu spüren. Ich glaube allerdings, es ist nicht sehr ratsam, wenn du Mamas Vorschlag so rundheraus ablehnst, denn sie hat mich ja extra deswegen hierher geschickt. Sie ist in dieser Angelegenheit unsere Anführerin. Ach was, tatsächlich? Bitte, Akela, komm doch mit mir mit. Ja, dann sage ich nicht nein. Das ist sicher das Beste. Das glaube ich auch. Also dann macht's mal gut, ihr beiden. Was denn? Du bist natürlich mit eingeladen. Oh nein! Stellt euch mal vor, ich würde mit euch gehen. Das wäre doch äußerst verdächtig. Aber wenn ich ganz normal hier bleibe, dann ahnt keiner, dass Opa in Sicherheit ist. Kann sein. Ach was! Nur so funktioniert es. Jetzt bin ich richtig froh. Ich weiß, dass wir Buntus Bande überlisten werden. Na prima.
An sich besteht sowieso keine Gefahr, weil wir nämlich das Dschungelgesetz absolut auf unserer Seite haben. Ein neuer Anführer muss mich töten. Und Saga hätte doch nie im Leben den Mut dazu. Und falls er es doch versucht, kriegt das mit uns zu tun. Ist das klar? Als erstes findet ihr heraus, wo sich Buntus Bande versteckt hält. Und wenn ihr sie gefunden habt, greift ihr auf gar keinen Fall an. Dann kommt ihr auf dem schnellsten Weg hierher zurück. Und zwar ohne, dass euch jemand bemerkt. Und denkt bitte immer daran, ohne meine Anordnung wird die Bande nicht angegriffen. Also dann mal los. Das ist ja wohl eine Wahnsinnsfrau. Sie erinnert mich stark an das Mädchen, das Alexander mal geheiratet hat. Dieser Wolf hat schon einen super Geschmack gehabt. Euch ist doch klar, dass wir den Kindern behilflich sein müssen. Aber so, dass Luri auf gar keinen Fall davon was spitz kriegt. Na, selbstverständlich. Welt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shere Khan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch.